will, liebe Leute, hier ist wieder euer Sauer. Und was neben mir sehen könnt, ist eine Pappkiste. Steht nicht viel drauf und ihr könnt auch nicht sehen, was es ist, aber wer den Titel für dieses Video schon gesehen hat, es geht um diese Collectors Edition für For Honor. Genau. Und zwar habe ich da lang gesucht, ob es überhaupt eine Special Edition gibt. Und ich habe eine gefunden, und zwar bei Ubisoft direkt auf der Seite. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich will bloß so viel sagen, sie hat 149,95 gekostet für die Konsolen, also PlayStation 4 und Xbox One. Ich habe sie für die Xbox mir gekauft und ja, schauen wir ein bisschen mal jetzt gleich mit rein. Ich bin ja schon ein bisschen kribbelig. Wenn es euch das Video gefällt, dann gebt einen Daumen nach oben, ein Abo wäre natürlich schlecht und schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare. So, also los geht's, liebe Leute, viel Spaß! So, ja, dann gucken wir in die Box rein. Ich habe sie schon mal aufgemacht und da seht man hier oben dran schon For Honor Collector's Case. So, also hier oben sieht man schon das Spiel. Es ist Sonntag. Das Spiel kommt ja eigentlich erst am 14. raus, ja, zum Valentinstag. Und ich habe keine Ahnung, warum ich das jetzt von Ubisoft schon eher gekriegt habe. Entweder hat der Postmann geschlafen, dann wird es dass er das schon eher ausgegeben hat. Aber wer weiß, ist auch egal. Ich habe sie schon da. Und ja, schauen wir auf jeden Fall mal. Okay, jetzt haben wir schon das Spiel wieder weggelegt. Also, hier haben wir schon mal das Spiel. Ne? Hier ist schon mal das Spiel da, und zwar die Gold Edition. Schauen wir uns dann später an. So, hier haben wir den For Honor Soundtrack, diesmal auf CD. Das finde ich ja richtig geil, dass wieder mal ein Soundtrack auf CD kommt. Ne? Nicht als Download-Code, den schauen wir uns dann auch noch mal etwas genauer an. So, wie geht's jetzt weiter? Ich tue hier einfach mal das Teil hier lösen. Okay, ist doch so ein Bubble-Ding da hier. Und dann sieht man hier so eine Kiste eingeschweißt, die hole ich jetzt mal raus. Da sieht man schon mal hier die 13 Symbolen. Die hole ich jetzt mal raus. Gut. Ihr seid dadurch bei allen mit dabei. Ja. Wie gesagt, ich habe sie noch nicht geöffnet, ich habe bloß mal die Pappe aufgemacht. Sie ist ziemlich schwer. So, also hier hat man schon mal hier solche Styropor-Stückchen, die tun wir beiseite. So. Hol ich sie mal raus. Okay, hier unten ist auch noch Styropor. So sieht es aus drin. Kann ich erstmal wegtun. So. Gut. So, da tun wir mal das Kistchen wieder hoch. Und ich mache mal die Folie erstmal leicht ab, damit wir die Kiste schön uns anschauen können. So. Also das Kistchen sieht schon richtig geil aus. Ne? Ich will das mal hier an der Seite zeigen. Also hier hat man schon einen richtig schönen Goldrand. Das vergoldete For Honor Collectors Case. Und hier oben sind natürlich die drei Symbole. Zum einen ist das hier für den Wikinger, für den Ritter und für den Samurai. Ja, drehen wir es mal ein bisschen rum. Das Kistchen, wenn man es hier genau sieht, hat das so richtig wie so eine Art Wappen. Ne? Also es ist nicht irgendwie billig gemacht, das sieht richtig edel aus. Finde ich schon mal richtig geil. So, jetzt drehen wir das Teil mal rum. Okay, der Goldrand zieht sich um die komplette Kiste. Und jetzt würde ich sagen, machen wir das Ding mal langsam auf. Okay. Okay. Okay, liebe Leute. Hammergeil, oder? Jetzt sieht man nämlich hier diese drei, ich sage es jetzt mal, Protagonisten. Und ja. Es ist ein Prügelspiel in dem Sinne mit Schwertern, Äxten und so weiter und so fort. Also es darf reichlich gekämpft werden. Und ja, hier, was ist das denn hier überhaupt? Das ist hier ist das hier so ein lamelliertes Teil. Ich sag mal, oh, es riecht aber ziemlich nach, kann man das irgendwie aufmachen? Nach Chemie, ja, es geht ja an der Seite auf. Also ich zeig's mal hier. Das ist mal, hoffentlich spiegelt das nicht so. Geile Grafik. Und hier hinten steht noch ein bisschen was in Englisch geschrieben. So.
Und jetzt hole ich das mal raus. Übrigens, diese Kiste hier mit diesen Seitenteilen finde ich absolut genial. Ne? Also brauchen wir nicht drüber reden. So, und da hole ich das Teil mal raus. Mal sehen. Joker. Die Hülle tue ich mal hier hin. Ah, das ist bloß ein Druck. Aha, aha, aha. Das ist nichts weiteres, bloß ein Druck. Ich habe gedacht, das kann man noch irgendwie aufklappen oder so. Ne? Dann tun wir es wieder in die Folie rein. Oh, das stinkt, Leute. Das ist die reine Chemie. Puh, 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 puh. Muss ich dann erstmal das Zimmer frisch auslüften. Okay. Auf jeden Fall, coole Idee. Und ich tue das erstmal weiter weg. So. Als nächstes nehme ich mir die Kamera wieder in die Hand. Ist hier so ein Schaumstoffteil. Ja, das hebt man jetzt mal hoch. Das mal weg. Alter. Seht ihr das? Das kann ich als nächstes wegtun. Okay, das hier. Das tue ich jetzt mal weg. Alter, ich war blöd. Alter, ich wär blöd. Was haben wir denn hier? Okay. Das ist irgendein Holzpömpel. Mal schauen, wofür wir denn der noch brauchen. Und man sieht ja auf jeden Fall schon mit die drei Masken. Ich stelle mal hier diese Folie. Die Folie abnehmen. Alter, ey, ich wär tot. Die sehen so edel aus. Leck mich am Arsch. Ich hol mal eine raus. Oh, Alter, sind die schwer. Also das ist auf jeden Fall Metall. Geil. Die sehen ja richtig geil aus. Oh, cool. Ich tue den einmal raus. Du mal den nächsten. Sau, sind die schwer, ey. Oh, oh, die haben ganz schön Gewicht. Aber die gucken uns dann nochmal richtig an. Ich tue die bloß mal raus, damit wir sehen, was alles noch in der Box ist. Oh, der Samurai, der ist auch edel. Ach du Scheiße, sieht das geil aus. So. Also, da haben sie sich wirklich was einfallen lassen, ne? Also, gibt's gar nichts. Was ist hier? Was ist hier? Auch nichts. Okay. Hier ist ein Pempel. Okay, wie geht's jetzt weiter? Soll ich das Ding hier hochheben? Oder? Oder sind es, werden die jetzt, Moment. Gut, liebe Leute, bin schon erschrocken, weil ich, wenn man die, sag ich mal, die Köpfe einfach so hinstellt, ist es ja blöd. Denn, wenn man hier das ein bisschen zurück macht, kommt nämlich noch dieses Teil hier. Dieses schöne Holzbrettchen. Mit raus. Ja. So, dann muss ich das noch ein bisschen hochziehen. Ah, das sind die Ständer für die Köpfe, okay. Hier sind nämlich noch zwei solche Holzpömpel. So, und wenn man hier reinguckt, ist da nichts mehr. Ja, so. Auf jeden Fall schon mal hammergeil. Ich tue das jetzt bloß mal wieder hier rein so ein bisschen. Die Kiste gefällt mir wie die Sau. So, tun wir mal hier die Folie wieder rein. Hopp. Diese Folie. Komm, Moment. Hier drauf. Ist es richtig? Dann kommt diese hier drauf. So. Und die andere so drauf. Gut. Dann tun wir die Kiste erstmal runter. Und dann bauen wir mal hier dieses Teil zusammen, wo diese Köpfe dann, oder beziehungsweise der Helme dann draufstehen. So, also wir holen hier erstmal die Platte. Ich schau mal uns nochmal von unten an. Da steht es nochmal For Honor. Die Obi Collectibles. Und ja, 2016. Wir haben eigentlich 2017. Und hier steht auch nochmal diese Nummer. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Also das ist die 7738. von 13.500. 13.065. Also 13.065 Exemplare gibt es. Weltweit und ja, das ist eigentlich schon mal eine niedrige Nummer, sag ich mal so. Und sind die jetzt alle gleich lang? Ja, die sind alle gleich lang. Also, die setzt man hier einfach so drauf.
so ein bisschen drehen, dann geht es schon rein. Aufleimen werde ich das nicht, weil ich es doch mal noch mal transportieren muss. So, ne? Da hat man diese Dinge schon mal. Jetzt schauen wir uns mal den ersten Helm etwas genauer an. Wir sehen mit Licht, das wird zu viel sein, oder? So. Und schaut mal, wie geil da gemacht worden ist. Das sieht er von unten aus. Oder? Stark. Also richtig stark. Sieht man auch hier richtige Beulen mit drin. Ne? Also ist kein glatter Helm. Hier abgetrenntes Horn. Also die Hörner sind auch aus Metall. Das ist eigentlich alles Metall, was ihr hier seht. Also auch die Stricke ist alles Metall. Ne? Also ein komplettes Metall Teil. Und das setzt man den ersten Mal so drauf. Und kommen wir zu dem zweiten. Und zwar ist das dann der Ritter. Und man sieht sogar hier drin das Kettenhemd. Oder die Kette von dem Kettenhemd. Ne? Auch wieder schöne Kratzer hier zu sehen. Das ist schwer, Leute. Das ist schwer. Na gut, das ist halt alles komplettes Metall. Aber richtig, richtig geil gemacht. Hier eine Beule drin. Also hat sich, haben sich die Leute wirklich Mühe gegeben. Ne? Also wie gesagt, das kann man hier kippen. So. Ja. Ach, hier kann man dann... Kann man das dann noch einrasten? Nee, ist einfach so. So ein normales zweite hier drauf. So. Und jetzt kommen wir mal zu den Samurai. Und der sieht richtig, richtig geil aus. Ne? Das muss ich mal unten zeigen. Geil. Also ich finde das richtig, richtig schön. Sehr geil. Also die kommen in Maßstab 1 zu 3. Habe ich gelesen. Und ja, ich weiß nicht, ob es die Collectors Edition noch gibt. Ich habe für das ganze Teil Mitspiel 149,95 für die Xbox One bezahlt. Ich tue das mal mit hier draufsetzen. Also hier nochmal. Richtig schön. So. Und da haben wir direkt hier unten solche, so ein Teil, wo das richtig draufpassen soll. So, und es ist doch eine, es ist doch ein, cool, oder? Also ein richtiger Hingucker, also ich finde es ein richtiger Hingucker. Und vor allem ist es mal was anderes, im Gegenteil zu den Figuren. Ich meine, Figuren finde ich natürlich auch mal top, aber mal sowas ist halt auch mal was Besonderes, ne? Also ist wirklich mal so, da kann man nicht anders sagen. So, jetzt haben wir hier das Diorama, das haben wir uns schon angeguckt, also hier dies in den laminierten Teil. Jetzt kommen wir jetzt mal zu dem Soundtrack. Ich mache das Licht wieder aus. So, so sieht der Soundtrack aus. Ich gucke mal hier rein. Aha. So sieht die CD aus. Und es sind insgesamt 13 Tracks drauf. Ne? Music by Sander Terrains and Danny Benzie. Habe ich bestimmt wieder falsch ausgesprochen. Aber naja, gut. Ne? So, das ist mit dabei. Und dann haben wir hier noch das Spiel, und zwar die Gold Edition. Ne? Ab 18, liebe Leute, ab 18 nicht vergessen. Ist aber, glaube ich, hier in Deutschland ungekürzt. Und ja, was ist da alles drin? Und zwar, wir alle müssen sterben, doch manche leben für immer. Stürze dich in das Chaos des Krieges. Als Ritter, Wikinger oder Samurai und erlebe die Spannung des Kampfes, der deine Nahkampffähigkeiten auf die Probe stellt. Okay, und hier sieht man nochmal, was in der Gold Edition alles drin ist, und zwar der Season Pass. Ne? 6 neue Helden, eine Woche früherer Zugang. Ah, deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen eher da. Day One Kriegspaket, also 3 Reste Sammler, Truhen, keine Ahnung, was das sein soll. Sonnenstrahl Effekt für Emotes, exklusive Emblem-Umrisse, 30 Tage Champion-Status und so weiter und so fort. Dann haben wir hier noch digital Deluxe-Paket, also ein digitales Deluxe-Paket, und zwar Sonnenstrahleffekt für Eliminierungen, 3 Helmschmuckstücke, 7 Tage Champion-Status, exklusives Emblem-Paket. Wonderful!
So, also, da haben wir hier einen Spieler, also 1 bis 8 Spieler über Xbox Live und 2 Spieler im Koop-Modus. Spiel und Handbuch auf Deutsch. So, da gucken wir mal rein. So. Hier unten steht natürlich nur, dass das Internet erfordert, also ist wahrscheinlich always on. Machen Sie jetzt gerne mal. So. Moment hierher. Das Siegel. Liebe Leute, ich gucke gleich mal, ob der hier noch, nicht, dass der hier gleich wieder in Code auftaucht, wenn ich die Verpackung aufreiße. Natürlich, natürlich, liebe Leute, wie soll das denn anders sein? Ne? So. Okay, hier seht ihr erstmal die Spiele-CD. Dann haben wir hier das Digital Deluxe Paket oder Pack. Ne? Also auf der anderen Seite ist dann hier der Code. Ich tue es mir hier hin. Dann haben wir, was ist das hier? Aha, die gigantische Spieleanleitung. Ne? Kundenservice und Garantie. Gigantische 2 Blätter. Und dann haben wir hier noch diesen Season Pass mit Code auf der Rückseite. Ja, genau. Also mächtig viel eigentlich. Na, und das für 149, 95, 99. Also meiner Meinung nach lohnt sich das Ding. Voll und ganz. Und da kommen wir am besten gleich mal zum Fazit. So, liebe Leute, zum Fazit. Also, hier seht ihr nochmal alles, was ihr kriegt in dieser Collectors Edition. Ne? Ich sag's nochmal, 149,95 hat's gekostet für die Xbox. Ich glaube, für die PlayStation 4 war es genauso. Hätte ich mir auch für die PlayStation 4 gekauft. Ne? Aber da mein Speicher auf der PlayStation 4 gering ist, habe ich gesagt, okay, hol ich mir die Xbox-Version, ist auch egal. Und ja, die müssten eigentlich alle beide gleich sein. Von daher, ja. Gut, also wir kriegen die richtig geile Kiste dazu. Dann hat man hier Diorama und hier so eine Dankesrede ist es wahrscheinlich. Genau, habe ich noch richtig durchgelesen. Dann auf jeden Fall dieses 3-Helme-Set aus Stahl oder keine Ahnung was ist, auf jeden Fall Metall mit einem schönen Holzuntersetzer, wo dann halt diese 3 Köpfe bzw. 3 Helme drauf stehen. Oder drauf, ja, drauf stehen, jo. Dann haben wir hier den Soundtrack mit 13 Tracks, ne? Ganz genau, 13 Tracks. Das Originalspiel, den Season Pass, den haben wir hier, da ist mit dabei. Dann haben wir noch so ein digitalen Deluxe-Paket haben wir mit dabei. Jo, und wie gesagt, diese wunderschöne Kiste. Also ich würde das auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung rausgeben. Und würde es bewerten mit 9,5 Punkten. Ja, ihr hört richtig, 9,5 Punkte, weil erstens ist viel in dem Paket mit dabei und zweitens gefallen mir die Helme wirklich richtig, richtig sehr. Ne? Und die, sag ich mal, die Bearbeitung, das ist richtig geil gemacht und ich finde es halt absolut genial, sag ich mal so. Und ja, das wäre so meine Meinung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so zu dem Paket haltet. Ich weiß nicht, ob es den noch zu kaufen gibt. Müsst ihr mal schauen. Und gut, alles klar. Ja, liebe Leute, das war für die Xbox One The For Honor die Collectors Edition. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, gebt den Daumen nach oben. Ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Und schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare, was ihr von der Collectors Edition haltet. Und ob ihr sie vielleicht schon selber geholt habt. Wie gesagt, ich bin ziemlich begeistert. Und ja, dann sieht man sich hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Und wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Leute, ich bin raus, euer Daumen. Ciao, ciao.